viel Steak. Und auch... Der Roboter ist aber vor mir despawned? Jetzt komme ich auch raus, Leute. Raus hier. Und yeah. Boom, boom, boom. Und raus hier. Hey, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute spielen wir wieder Roblox. Und zwar Panic. Ja, Leute, wir spielen Panic. Panik, ich habe Panik und wir haben Panik auf die Titanic. Ja Leute, heute geht es darum, dass wir in einem Einkaufsladen sind und dort eine bestimmte Anzahl von, ich sag mal, Gegenständen scannen müssen, um zu entkommen, Leute. Weil uns wird ein böser Roboter verfolgen, der uns, ja, ich sag mal, eliminieren, beseitigen möchte aus dem Einkaufsladen. Und wir müssen davor unsere Einkaufsliste fertigstellen. Und wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da, falls es dir gefällt. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox, um das von mir zu verpassen. Wir gehen jetzt hier direkt mal rein, Leute. Ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Okay, Leute, wir sind jetzt hier ganz normal im Einkaufsladen. Wir können uns hier zum Beispiel eine Wassermelone, Leute, graben. Hier können wir uns ein bisschen Pasta graben. Zack, Leute. Ich habe übrigens einen neuen Computer. Das heißt, ich weiß nicht, ob meine Audio so ist, wie sie immer ist. Also, falls das nicht der Fall sein sollte, dann entschuldige ich mich, Leute. Ich habe mir einen neuen PC geholt. Und oh mein Gott, Leute, das ist so, so cool. Danke nochmal an alle von euch, Leute, die mich jeden Tag supporten. Das ist nur durch euch möglich gewesen. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Ich kann euch den PC auch gerne mal zeigen, wenn ihr möchtet, Leute. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr das Ganze sehen wollt. Und, oh nein, Leute, der Walmart ist geschlossen. Der Walmart ist geschlossen, Leute. Es wird dunkel. Oh, ich glaube, es ist geschlossen, Leute. Wir sind hier eingesperrt. Wir sind im Walmart eingesperrt, Leute. Okay, hier haben wir einen Scanner. Da haben wir einen Scanner. Und da haben wir einen Scanner, Leute. Und da ist ein Exit. Und das ist der einzige Exit. Oh mein Gott, Leute. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier so... Da ist der Roboter, Leute. Ja, hallo, Happy. Du bist, glaube ich, sehr, sehr happy, oder? Oder auch nicht. Ah, der ist jetzt böse geworden, Leute. Und, oh, das ist gar nicht gut, Leute. Wir müssen jetzt schnell gucken, was wir hier scannen müssen, Leute. Was für Items müssen wir hier finden. Wir brauchen einmal Lemon, einmal Chicken und einmal Popcorn, Leute. Ich habe keins davon. Das heißt, oh, Leute, ich glaube, er ist direkt hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Nein, er hat mich erwischt. Was ist das denn, Leute? Er hat mich einfach direkt erwischt. Das kann doch nicht sein. Aber immerhin haben wir jetzt einen Chicken gefunden, Leute. Und einen Magneten. Okay, wir brauchen Popcorn, Chicken und eine Limone. Wir haben noch einen Magneten. Okay, den lasse ich einfach mal da liegen, Leute. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gewonnen, Leute. Deshalb weiß ich auch schon ungefähr, was Sache ist. Ich fand es aber trotzdem cool und wollte es einfach mal aufnehmen, Leute. Weil ich finde es eigentlich richtig, richtig cool. Und jetzt brauchen wir noch eine Limone. Hier haben wir eine Limone. Jetzt haben wir alles, Leute. Nice! Und wir haben nur noch zwei Leben. Das ist nicht so gut, weil... Ja, jetzt könnt ihr uns rein theoretisch erwischen. Und das wäre natürlich nicht so nice. Aber hoffentlich tut er das nicht, Leute. Und ja, jetzt scannen wir ein Produkt, zwei Produkte und drei Produkte. Nice, Success. Komm, die Tumor Scanners to escape. Das Ganze tun wir, Leute. Und das Ding ist, ja, da ist der Bösewicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo haben wir den nächsten Scanner, Leute? Wo haben wir den nächsten Scanner? Das Gute ist, wir können ihn stunnen, Leute, weil ich habe die Kraft des Magnets. Und jetzt passt mal auf, Leute. Ich stun ihn jetzt, komm her. Schocken. Und jetzt holen wir uns direkt den nächsten Magnet. Haha, was machst du jetzt? Happy. Okay, und hier irgendwo müsste eigentlich der nächste Scanner sein, Leute. Wir müssen uns beeilen, weil nur der erste Platz, der erste, der escaped, kriegt nämlich die Trophy. Die anderen gewinnen quasi auch, aber nur der erste, der hier rauskommt, kriegt dann wirklich die Trophy. Ich weiß nur gerade nicht, wo die Scanner sind, Leute. Waren die nicht hier? Ich dachte, die wären hier, Leute. Aber ich glaube, sie sind da hinten, oder? Wo sind sie denn, Leute? Ah ja, hier haben wir einen. Okay, Leute. Dann ist der andere auch hier. Und was macht er denn hier? Wie schnell ist er denn hier hingekommen? Hallo? Wird er mich nicht verfolgen? Scannen wir ihn! Nicht scannen, Leute. Schocken wir ihn! Und hier haben wir die nächsten zwei Scanner, Leute. Wir brauchen Sausage, wir brauchen Soap und wir brauchen Korn. Okay, Leute. It's Korn! I can tell you all about it. Oh Gott. Okay, haben wir irgendwo Korn, Leute? Da haben wir Korn. Let's go. Dann brauchen wir Soap und Sausage, Leute. Wir brauchen Wurst und Seife. Das holen wir uns. Das schaffen wir easy peasy, Leute. Das... schaffen wir. Easy peasy, hier haben wir Soap. Und jetzt brauchen wir nur noch Sausage, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch die Sausage. Und dann haben wir das Ganze auch geschafft. Und dann fehlt uns noch ein weiterer Scanner. Und vielleicht können wir sogar als Numero Uno hier rauskommen, Leute. Das wäre natürlich mega, mega cool. Hier haben wir irgendwie keine Sausage. Da ist Sausage, Leute. Da ist Sausage. Und Penny braucht es auch, Leute. Das heißt, die... Nein. Okay, Leute, ich hole es mir schnell, bevor sich der andere holt. Gleich respawnen die Dinger, die respawnen ja immer regelmäßig und dann kann man sich hier auf jeden Fall weitere Dinger holen. Wir laufen aber jetzt mal zurück zum Scanner, Leute, weil wir müssen unsere Sausage da reinpacken. Und ja, Leute, oh Gott, ich glaube, da wurde gerade jemand geschnappt oder so. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls haben wir den Scanner jetzt hier auch abgeschlossen, Leute. Und das ist sehr, 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 sehr cool. Scan, scan, scan. Nice, Success. Und der letzte, Leute, für den letzten brauchen wir Butter,
Was ist das denn? Asparagus und Pasta, Leute. Was ist denn Asparagus? Ah, das ist hier das. Okay, Leute. Butter, Pasta und Asparagus, Leute. Asparagus haben wir. Jetzt müssen wir noch irgendwo die Butter finden, Leute. Ich denke mal, die wird im Kühlschrank sein. Und Pasta, genau, Leute. Pasta. Und, habe ich übrigens schon gesagt, dass ihr gerne einen Daumen nach oben geben könnt und einen Kanal abonnieren könnt und die Glocke aktivieren könnt? Ich weiß es gar nicht, Leute. Habe ich es gesagt? Jetzt habe ich es gesagt, Leute. Macht's auf jeden Fall, Leute. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mehr zu verpassen. Und, ja, Leute, jetzt brauchen wir noch die Butter. Und dann haben wir es quasi fertig, Leute. Wo haben wir hier Butter? Hier ist Butter, oder? Ja, Butter, Leute. Nice. Wir haben alles und der Exit war da, Leute. Ich habe den Exit gefunden. Das ist auch sehr, 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 sehr cool. Das heißt, wir holen uns jetzt den Magneten hier. Dann holen wir uns den Scanner. Und dann kommen wir hier raus, Leute. Und hier haben wir auch den Exit. Okay, cool. Und Leute, stoppen wir. Und, oh, Leute, er wird gleich uns im Weg laufen. Aber wir schaffen es auf jeden Fall jetzt rechtzeitig, das hier Ganze zu scannen, Leute. Boop, boop, boop. Und nein, wir werden nicht Erster. Jemand ist vor uns hier rausgekommen. Hier haben wir ihn, Leute. Sie ist einfach vor uns rausgekommen. Aber jetzt komme ich auch raus, Leute. Raus hier. Und yeah. Boom, boom, boom. Und raus hier. So knapp nicht Erster geworden, Leute. Aber eventuell in der nächsten Runde. Gib mir die Cookies. Ja, Leute, hier gibt es auch irgendwie voll viele Rücksäcke und so. Aber die sind irgendwie mega teuer. Man braucht einfach 12.000 Coins. Ich habe schon 4 Wins und habe nur 2.500 Coins. Also, das ist auf jeden Fall schon krass. Jetzt gehen wir einfach mal, wir können auch mal in den Player-Mode reingehen, Leute. Das war eben ein Bot, der uns verfolgt hat. Gehen wir jetzt mal hier in den Player-Mode rein. Und ja, hoffentlich können wir das Ganze jetzt als allererstes abschließen. Und ja, Leute, wir sind wieder back im Walmart. Und ich habe euch eben gar nicht gezeigt, man kann tatsächlich auch Leute schubsen. Yeah, flieg weg. Du hast hier nichts zu suchen. Oh, ich habe keine Stamina mehr, Leute. Egal, wir schubsen ihn weiter. Ich habe wieder Stamina, oder? Komm schon. Yeah, nice. Okay, cool, Leute. Wow, der hat mich richtig krass weggepusht. Wir holen uns Pasta, wir holen uns Cookies und wir holen uns einen Kuchen. Und, oh, Leute, ich glaube, der Walmart. Nein, die Türen sind zugegangen. Und hier ist der Roboter, Leute. Er ist doch so freundlich. Hallo. Oh mein Gott, sie hat mir meine Pasta droppen lassen. Wer ist sie denn? Was glaubst du, wer sie ist, Leute? Eventuell werden wir auch der Killer, Leute. Wir haben eine 10%ige Chance. Ich bezweifle es aber, Leute. Ich bezweifle, dass wir der Killer werden. Und, yo, Leute. Yo, 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 yo. Hier haben wir Cyril. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Happy. Okay, oh Leute, ich habe gar nicht gesehen, wo die Dinger sind. Ich habe gar nicht gesehen, wo die Dinger sind. Hier haben wir eins. Dann haben wir da den Exit, Leute. Okay, was brauchen wir hier? Hier brauchen wir Wasser, Onion und Toothpaste, Leute. Wasser, Onion und Toothpaste. Okay, eine Onion finden wir hier irgendwo, oder? Hier müsste doch irgendwo eine Onion sein, Leute. Hier muss doch irgendwo eine Onion sein. Hier haben wir auch einen Exit, Leute. Aber wir haben hier keine Onion. Wieso ist hier keine Onion, Leute? Was ist das denn? Vielleicht wurden alle Onion schon geklaut. Okay, jetzt ein neues Angebot, Leute. Hier haben wir eine Onion. Okay, perfekt, Leute. So, jetzt haben wir das. Dann brauchen wir noch Wasser und noch Zahnpasta. Yeah. Wasser. Und, Leute, jetzt brauchen wir noch Zahnpasta. Komm schon, komm schon. Finde Zahnpasta. Da haben wir Zahnpasta. Nice, nice, nice. Okay, cool. Und das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und boom, 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 boom. Zack, Leute. Und wir scannen das Ganze. Zack, zack. Und Nummer Uno haben wir abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo die nächsten sind, Leute. Ich weiß auch nicht, was wir dafür brauchen. Aber wir werden sie jetzt zusammen finden, Leute. Wir werden sie jetzt zusammen finden. Und sehr wahrscheinlich wird eins hier sein. Da haben wir eins. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Was brauchen wir für dich? Was brauchen wir für dich? Du möchtest Pasta, Steak und... Okay, Pasta, Steak und Carbage, irgendwie sowas. Ja, ja, Leute, Englisch ist eigentlich meine Stärke, aber manche Wörter kenne ich nicht, Leute, noch nie gehört. Aber wo ist Steak, Leute? Wo ist Steak? Steak kann ja jeder von uns, Leute. Steak kennt ja jeder von uns. Pasta und Carbage, irgendwie sowas. Und das Ganze holen wir uns jetzt, Leute. Und zwar hier, das muss doch hier irgendwo sein, oder? Das muss doch hier irgendwo sein. Salat ist das, oder? Salat ist das, oder? Haben wir irgendwo Salat? Ne, das ist eine Avocado. Salat? Hier, Leute. Nice. Blumenkohl oder so. Ja, ich hab's auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir noch Pasta und dann brauchen wir noch Steak und dann haben wir das auch, Leute. Wir sind sehr, 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 sehr langsam gerade. Aber hier haben wir Pasta. Nice. Und jetzt, Leute, brauchen wir nur noch Steak. Hoffentlich finden wir das Ganze. Und ich muss hier aufpassen. Da ist der Roboter. Nein. Bitte nicht. Okay, ist er immer noch hinter mir? Ich glaube nicht mehr, Leute. Okay, gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein Steak. Und hier haben wir auch das letzte, Leute. Aber wo ist das Steak? Wir brauchen Steak.
Steak, Steak, Steak. Aber ich finde kein Steak, Leute. Ich finde kein Steak. Oh nein. Da ist Steak. Oh mein Gott, hier ist Steak. Hier ist Steak. Und, oh. Der Roboter ist einfach vor mir despawned? Ist er gelieft oder so? Weil das ist ja ein Spieler dieses Mal gewesen. Ich glaube, der Roboter ist gelieft. Hä? Er ist einfach vor mir despawned. Einfach aus dem Nichts einfach weg gewesen. Ich glaube, das McDonald's-Internet ist ausgegangen, Leute. Ice Cream Sandwich, Donut und Trauben, Leute. Okay, easy peasy. Ice Cream Sandwich. Oh nein, da ist er wieder, Leute. Da ist er wieder. Das Ice Cream Sandwich haben wir hier, Leute. Den Donut haben wir da. Und die Trauben. Oh, der Donut ist weg. Da, wenn ihr einen Donut. Okay, perfekt, Leute. Dann haben wir jetzt einen anderen Donut. Nice, 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 nice. Und dann holen wir uns noch die Trauben, Leute. Und dann haben wir das Ganze auch schon. Und dann können wir escapen. Vielleicht werden wir dieses Mal der Erste, Leute. Aber ich glaube nicht. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir nicht Erster werden. Und hier haben wir noch Trauben. Wieso laufe ich nach da, Leute? Hier haben wir Trauben. Und das müsste alles sein, Leute. Wir holen uns noch hier schnell Magneten. Damit wir, falls der Roboter kommt, Leute, den Roboter 1 auswischen können. Und das ist jetzt der Fall. Nice. Okay, Leute. Happy, ich bin schockt. Und, oh nein, jemand ist schon vor uns escaped. Schade, Leute. Yo, der hat mich gepusht. Der will meine Items irgendwie haben. Hallo, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ey, lass mich in Ruhe. Penny ist auch escaped. Good job, Penny. Nice. Und jetzt kann ich auch escapen. Jetzt kann ich auch escapen, Leute. Ich muss irgendwo einen Ausgang finden. Ich weiß, dass da hinten einer ist. Und dann werden wir hier rauskommen. Ja, Leute. Okay, 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 okay. Und wir werden Dritter. Sehr wahrscheinlich, oder? Wo ist der Roboter, Leute? Aufpassen. Nicht, dass der Roboter uns noch kriegt. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang, Leute. Und raus hier. Und somit sind wir wieder escaped. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Falls es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal. Und aktiviert euch auf dem Kanal. Einen coolen Roblox. Wenn ihr sowas. Yo! Hat er mich gebissen oder so? Und würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!